Domenta Startup ist eine Hilfe für junge Drogistinnen und Drogisten, sich selbstständig zu machen. In der ganzen Zeit habe ich das nicht einmal bereut und ich könnte mir auch nicht vorstellen, irgendetwas anderes also mit Leidenschaft zu machen. Mit dem Kernstück der Naturathek haben wir halt einfach auch etwas, wo wir sehen, das ist die Zukunft von unserem Beruf. Das Finanzielle war innerhalb von kürzester Zeit gelöst. Also was willst du noch rumkätseln? Einfach nur wegen unseren blauen Augen und blonden Haaren reicht heute nicht mehr. Also du musst mehr können bieten. Es ist unglaublich, es ist schon gedacht, ich träume. Das ganze Geschäft wird mal analysiert. Lohnt sich überhaupt, das, wenn das Start-up investiert in ein Geschäft? Oder? Und das ist gleichzeitig eine gute Prüfung, ob das in Zukunft funktionieren kann und existieren. Weil die auch wirklich das Know-how haben, dass man es sicher, auf dem sicheren Weg eine Drogerie kann übernehmen oder eröffnen. Es war alles schon wie parat. Oder? Der Michael hat schon die Planerfolgsrechnung gemacht, der hat schon die Buchhaltung angeschaut, der hat schon die Mietverträge angeschaut. Wir sind beide sehr unerfahren und ja, weiss nicht recht, was muss man da genau sagen und mit was kann man wirklich da etwas rausholen. Und die beiden haben das natürlich ihre Professionalität gemacht, die einem wirklich Einfahrt, ja. Dann kam der Kontakt mit Marlene und das hat sich dann so ergeben. Ich habe nicht aktiv danach gesucht. Dass bei den Momenten eigentlich kein Kompromiss eingegangen wäre. Dann ist ja der Michi auf uns zugekommen und hat gesagt, Langnau wäre noch eine Option. Und irgendwann muss man einfach einmal zugreifen. Für mich nicht ohne den Moment. Also ich hätte jetzt nicht wollen, das mit einer anderen Gruppierung machen. Ich denke, die Unterstützung braucht es. Sei das eine Begleitung, sei das eine finanzielle Unterstützung. Oder sagt das auch einfach ein Netzwerk, das man zur Verfügung bekommt? Ich meine, in diesen jungen Jahren haben wir einfach selber gar noch nicht die Möglichkeit. Und wenn es halt in der Familie keine Lösung gibt, dann ist es natürlich optimal, gibt es so Starthilfen. Selbstständig können werden, braucht sicher in erster Linie die Überzeugung, dass Drogistsein auch funktioniert, auch in Zukunft noch. Es braucht sicher Leidenschaft und ganz klar ist nachher ein bisschen Mut, dass man das so wagt. Ich habe mich stolz gefühlt, als ich mich wirklich definitiv zu diesem Schritt entschlossen habe. Und von diesem Moment an hast du gewusst, okay, jetzt kannst du einfach vollen Einsatz geben. Ja, irgendwie einfach gedacht, jemand muss das machen, weil es ist so eine super Sache. Gute Drogerie, eine gute Lage. Ich muss jetzt das einfach machen. Ja, es war einfach schon immer mal ein Traum von mir. Was Romenta bei uns, also das uns gezeigt hat, wo wir dann gesagt haben, wir machen es. In 3 Wochen vielleicht. 3 oder 4 Wochen. Innerhalb von 3 bis 4 Wochen entschieden? Haben wir uns entschieden, ja. Ja. Das Ergreifendste war, dass meine Lehrkolleginnen sind an der Eröffnung kamen und dann hat es mich wirklich ganz schnell genommen. Ja, es ist Fakt, es freut mich, es fühlt mich mit Stolz, eine Drogerie zu haben. Ja, die, ja. Das ist mein Ziel, dass ich hier in diesem Laden pensioniert werde. Unser Traum, also wenn man es so Meilenstein kann sagen, ist eigentlich, dass der Name in der ganzen Stadt bekannt wird. Ich habe gefunden, Naturathek ist die einzige Drogovision, die realisiert werden konnte. Ich habe wirklich das Gefühl, da geht die Post ab. Die machen etwas, die bewegen sich auf dem Merit.
Wenn man das Produkt selber herstellen kann, hat man natürlich ganz ein anderes Herz dafür. Und dann ist es ein leichtes, einfach zu sagen, schaut, wir haben hier eine Spezialität, die wir selber machen. Und sie sagen einfach, ja, das wollen wir probieren. Ich finde, es hat in der Drumenta extrem viele positive, reissende Persönlichkeiten, die an die Branche glauben. Und das motiviert mich extrem. Die Kunden merken, dass halt ein junger, dynamischer Spirit in diesem Geschäft ist. Und das steckt an. Wir haben viel mehr junge Kunden dazu gewinnen. Und es läuft wirklich super. Ich bin sehr zufrieden. Irgendwann, wenn dir der Beruf Spass macht, dann musst du dich fast wie selbstständig machen. Wir sind hier mit offenen Armen empfangen worden in Langnau. Die Leute schätzen es auch, dass wir da sind. Und jetzt fängt es auch richtig Spass zu machen. Also auch mit den Stammkunden, die wir schon haben, die auch gute, tiefe Beratungen möchten. Und das ist ja das, was fängt. Jetzt kommt die grosse Herausforderung, das, was wir haben dürfen annehmen, auch noch auszubauen. Engagement gibt es gar nicht. Aber ich glaube, das Wichtige ist halt eben Freude. Freude an dem, was ich mache. Und wenn das dazukommt und ich wirklich den Willen habe, selbstständig können, zu entscheiden für mich, für mein Leben und für meine Familie zum Beispiel, das können zu machen, es gibt nichts Schönes. Es gibt nichts Schönes.